Hallo, liebe Wermelskirchener. Heute Abend ist die Uraufführung eines besonders bemerkenswerten Theaterstückes, was sich mit dem großen Comedian Loriot beschäftigt. Und es trägt den Titel Der letzte Deutsche. Heute schleichen wir uns mal über den Seiteneingang rein und schauen, was hier so abgeht. Guten Tag, und da ist schon. Kim Dreyer. Kim Dreyer, hallo, Regisseur. Ja, wie bist du auf die Idee gekommen, ein solches Stück zu machen? Ich habe damals, als Loriot verstorben ist, habe ich den üblichen Fernsehbeitrag darüber gesehen und dachte mir, Mensch, das ist richtig schade, damit ist ja ein Zeitalter quasi zu Ende gegangen. Ein ganzes Jahrhundert an Komödien, an Schauspiel. Und ich dachte mir, das darf nicht so einfach im Sande verrennen. Und deshalb dachte ich, zu diesem Zweck versuche ich gerade die Jugend noch einmal zu motivieren, sich gerade mit diesem Künstler noch mal zu beschäftigen. Und deshalb dachte ich mir, es kommt ein Theaterstück auf die Bühne, das eben nicht nur die alten Sketche wieder aufnimmt, weil die hat er schon ziemlich perfekt gemacht, sondern eben das Leben von ihm noch mal neu thematisiert, damit einfach auch die neue Generation diesen Künstler noch mal näher kennenlernt. Es ist eine unglaubliche Gewalt an Menschen, die hier im Team mitarbeitet. Es ist ein riesiger Komplex an Technikern, die sich da freiwillig alle dazu bereit erklärt haben, das hier zu machen. Also ich habe für die Personalleute habe ich tatsächlich alle auf freiwilliger Basis hier engagieren können. Ja, ich bin der Thorsten. Aus Wermelskirchen? Richtig, ja. Ich bin der Jan, auch aus Wermelskirchen. Peter ebenfalls. Ein Wermelskirchener Musikerprojekt hier, prima. Der Ruben hat es hier auf den super schönen, flauschigen, roten Sesseln bequem gemacht. Ruben, was ist deine Aufgabe heute? Den Sound von der Liveband zu mischen und dann auch einzelne Stücke noch einzuspielen, sowas wie Klingeln und sowas. Gibt es denn auch Lichttechnik hier? Die Lichttechnik sitzt direkt neben mir, die ist gerade noch abwesend. Ganz professionell hier, und der hatte auch die Maske. Sind Sie die Maskenbildnerin oder spielen Sie selbst mit? Sowohl als auch. Au. Klasse. Und wie lange hat das gedauert, bis alle fertig waren? Und das war nicht so lange, eine halbe Stunde. Für jeden? Nein, alle, komplett. Alle zusammen? Komplett, außer für Kim. Der hatte Vorlaufzeit. Das war sehr aufwendig. Haben Sie das auch gemacht? Ja. Das sieht ja richtig echt aus. Das soll also das Alter wahrscheinlich auch darstellen, nehme ich mal. Richtig, das soll ein alter Mann darstellen, genau. Dann auf die Entfernung für die Bühne geschminkt. Wirklich toll, wie die das durchgehalten haben und zu welch großartiger Leistung die hier gekommen sind. Generation 0, geht das nach oben, 1, 2, 3, 4 oder geht es dann in den Minusbereich rein? Der Name ist eigentlich angelehnt daran, dass so viele Menschen immer von der Generation 0 Bock oder 0 generell sprechen, weil sich so viele der aktuellen Berufsstatus wechselnden Generationen, ja, dass die so eine Null-Bock-Haltung haben und nichts wirklich auf die Kette kriegen und sowas. Und wir wollen gerade mit diesem Projekt zum Beispiel, wollen wir einen Gegenpol setzen. Wir wollen zeigen, dass diese Generation Null sehr wohl etwas leisten kann, und zwar etwas sehr Großes, wie ich hier finde. Also ich habe bewusst dann die Schauspieler aus dieser Generation ausgewählt, und sie haben wirklich Großartiges geleistet, und das muss man hervorheben. Da werden wir uns ja gleich von überzeugen können. Gibt es da Namen, die wir vielleicht noch nennen können, die Akteure? Da gibt es großartige Namen. Es gibt John Pahl, der den Viktor von Bülow spielt. Das ist ein wunderbares Bühnenstück, nicht wahr? Ja, wirklich prachtvoll. Der Bezug ist dreifach verstärkt. Und die Federung besitzt über einen gesonderten Liegekern für optimalen Komfort. Auch im Liegen. Weißt du, Romy, durch die seitlich eingebrachten Heb- und Senkeinrichtungen lässt es sich ganz leicht zum Kanapee umbauen. Die ganze Geschichte, das war deine Idee. Genau, das zu produzieren war erstmal meine Idee. Ich habe es dann nachher geschrieben und in Wort gefasst. Ich habe ja auch lange überlegt, ob man es vielleicht als Performance machen könnte. Also sehr frei, sehr improvisationsmäßig. Aber es hat sich relativ schnell herausgestellt, eine Biografie erzählt sich am besten tatsächlich über das geschriebene Wort und sehr chronologisch und sehr strukturiert. Und deshalb haben wir uns dann dazu entschlossen, ein Stück zu schreiben. Das habe ich dann grob in Szenen gefasst und haben dann Texte dazu ausgearbeitet und jetzt über ein Jahr lang zusammen geprobt.
Und ich denke, wir haben heute ganz gute Chancen. Es gibt Wesley Wagner. Er spielt gleich mehrere Rollen, einen Soldaten und einen Doktor. Dieser Film, den ich wüsste, hat der Herr von Bülow mit dem Titel die wichtigste Dance-Betonung schon vorweggenommen. Jawohl, ich bin soeben hier eingetroffen und möchte mich nun sofort bei Ihnen zum Dienst melden. Es gibt Swantje Werner, die ich weiß gar nicht, wie viele Rollen übernimmt. Ständig wurde ich angesprochen. Sie sind doch der Erwin Lendemann, der mit seiner Tochter 80.000 Mark gemacht hat. Ich kann mir gar nicht vorstellen. Du musst dich ja nicht vorstellen, ich kenne dich ja schon. Defilieren hier an meinem Schreibtisch vorbei. Und soll du Künstler werden? Maske! Wie ist das zustande gekommen, dass es im Filmeck gedreht worden ist? Naja, ich habe relativ lange überlegt, wo man das inszenieren könnte. Und ich dachte die ganze Zeit, es wäre natürlich perfekt, wenn man das hier machen könnte. Jetzt bin ich glücklicherweise mit Herrn Schiffler schon vorher bekannt gewesen und habe ihn einfach mal gefragt. Und er hatte direkt Lust und wollte uns diesen wunderbaren Raum, der ja genau dem Zeitgeist des Stückes auch entspricht und von Loriot vor allen Dingen auch entspricht und diese Ästhetik sehr, sehr gut herausarbeitet, hat er uns glücklicherweise einfach zur Verfügung gestellt und uns hier eine wunderschöne Bühne noch hingezaubert und uns viel, viel geholfen, uns tolle Möbel zur Verfügung gestellt. Es ist wirklich großartig. Herr Schiffler hat hier großartige Arbeit geleistet und ich bin sehr froh, ich hätte es mir keinen schöneren Raum vorstellen können. Melissa Spinger, die ebenfalls, ich glaube, 5 Rollen übernimmt. Aber, Herr von Bülow, so beruhigen Sie sich doch. Es wird schon alles wieder gut. Es ist doch gar nichts passiert. Oma, wer ist das? Ich muss sagen, unser Leben wird mehr und mehr dekadent. Nun ja, dekadent würde ich nicht sagen. Aber wir entfernen uns zunehmend von der Armen. Da hast du schon recht. Prima, die Generalprobe ist auch gut verlaufen, oder? Die Generalprobe war relativ furchtbar, aber das gehört sich auch so. Also Sketche aus dem Loriot-Programm, hatten wir gerade gehört, gibt es keine. Richtig, keine regulären Sketche. Wir haben einige Passagen aus Sketchen genommen. Also wir hätten auch rechtliche Probleme bekommen, wenn wir Sketche genommen hätten. Aber wir haben einige Textzeilen daraus genommen, die wir, wie ich denke, reichen die als Zitat aus, um dem Publikum bewusst zu machen, ach, das ist eine Anspielung darauf. Und ich glaube, das ist viel schöner für das Publikum, wenn es sich das im Kopf vorstellen kann, wie das Original war und wie es hier nur andeuten. Denn so perfekt wie der Großmeister kriegen wir es sowieso nicht hin. Sie haben doch im Mund. Nein, auf der anderen Seite. Hildegard, unterbrechen Sie mich doch nicht. Das ist eine Laus. Sie werden sich nun etwas mit diesem Exemplar beschäftigen müssen. Ich habe meine Forschung, was dieses Exemplar angeht, bereits vollkommen beendet. Sie können sie also erstmal haben. Ich koche das Ei jeden Morgen 4,5 Minuten. Warum ist es dann mal hart und mal weich? Warum bist du gestern aggressiv? Ich bin nicht aggressiv. Warum schreist du mich denn so an? Schrei dich doch gar nicht an! Das sind ganz talentierte junge Schauspieler, allesamt Jugendliche aus Wermelskirchen und Umgebung. Großartige junge Talente, die hoffentlich noch lange weitermachen werden. Und die, glaube ich, noch mal einen großen Schritt hier gemacht haben. So, Entschuldigung, dürfen Sie fragen, wie hat es Ihnen gefallen? Gut. Was fanden Sie besonders gut? Die Band. Sehr gut, das war auf jeden Fall mal ein besonderes Theaterstück. Schauspieler, deren Nervosität natürlich zu Anfang deutlich wurde, aber hinterher haben sich gesteigert. Ich fand das sehr schön. Schönen Abend. Zumal das ja auch alles Laiendarsteller waren. Ja. Er hat super gemacht. Muss ich, er hat super gemacht. Hallo, guten Abend. Wir haben gerade das Stück Der letzte Deutsche gesehen. Es war die Premiere, es hat mir sehr gut gefallen. Noch nie ein so gutes Laienstück gesehen. Großartige Leistung des Regisseurs und der ganzen Crew. Der ganzen Darsteller, es hat einfach Spaß gemacht. Also können Sie es weiterempfehlen? Ich empfehle es weiter. Kommt alle her, kauft Karten, unterstützt die junge Generation Null. So, ein besinnlicher Abend im Kino in Wermelskirchen geht zu Ende mit dem Thema Loriot, wo sich junge Leute Gedanken gemacht haben, lange geprobt haben und ich denke, es lohnt, einmal reinzuschauen.